Kirchberg. 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 TV. Vor langer Zeit, um das Jahr 316, wurde in Samaria, im heutigen Land Ungarn, ein Kind geboren. Es bekam den Namen Martin. Bald nach seiner Geburt zogen seine Eltern mit ihm nach Italien. Sein Vater war Offizier der römischen Armee und wurde dorthin versetzt. Sehr gerne spielte er mit seinen Freunden und hörte Geschichten von Gott und Jesus. Er wollte sein wie sie und Gutes tun. Oft beobachtete er seinen Vater bei seiner Arbeit. Seinem Vater war es sehr wichtig, dass auch Martin einmal Soldat wird. Martin war sich jedoch unsicher. Ich weiß nicht, ob ich Soldat werden will. Martins Vater schenkte ihm einen Römerhelm, ein Steckenpferd und ein Holzschwert. Und damit konnte er dann spielen. Als Martin dann 15 Jahre alt war, wurde er tatsächlich doch Soldat, wie sein Vater. Auch wenn er nun kämpfen musste, half er jedem, wo er nur konnte. Eines Tages allerdings erlebte Martin etwas, das sein ganzes weiteres Leben verändern sollte. An einem eiskalten Abend ritt Martin nach Amiens, einer Stadt in Frankreich. Es war schon dunkel geworden. Am Stadttor saß ein Mann, nur in Lumpen gekleidet. Bittend und vor Kälte zitternd streckte er Martin seine Hände entgegen. Ohne viel nachzudenken, ergriff dieser sein Schwert und trennte seinen schweren, warmen Mantel mitten in zwei. Die eine Hälfte behielt er für sich und die andere gab er dem Bettler. Ohne einen Dank abzuwarten, ritt er weiter. Später an diesem Abend legte Martin sich schlafen. Müde fiel er in einen tiefen Schlaf. Da erschien ihm Jesus im Traum. Staunend sah Martin, dass er die Hälfte seines Mantels trug. Und sagte, was du dem armen Bettler Gutes getan hast, das hast du mir getan. Am anderen Morgen stand Martins Entschluss fest. Er wollte sich taufen lassen und von nun an nur noch Jesus Christus als seinem Herrn dienen. Und so geschah es. Er sagte dem Kaiser, dass er nicht länger Soldat sein und kämpfen wollte. Der Kaiser aber warf ihm vor, dass er nur Angst vor der bevorstehenden Schlacht habe. Martin aber bot ihm an, ein letztes Mal in vorderster Reihe als Soldat ohne Waffen zu stehen.
wenn ihn der Kaiser dafür nach der Schlacht gehen ließe. Der Kaiser war einverstanden, sperrte Martin über Nacht aber in den Kerker, damit er nicht weglaufen konnte. Wie verwundert war der Kaiser, als ihm am nächsten Morgen Boten die Nachricht überbrachten, dass sich das feindliche Heer freiwillig ergeben hatte. Niemand musste kämpfen und schweren Herzens ließ er Martin gehen. Martin ließ sich taufen Martin zog durchs Land und tat viel Gutes. Überall freuten sich die Menschen, wenn sie ihn sahen. Er half überall dort, wo er gebraucht wurde. Nach einigen Jahren musste ein neuer Bischof gewählt werden und die Menschen beschlossen, Martin zu ihrem Bischof zu machen. Dieser wollte aber lieber ein einfacher Priester bleiben und versteckte sich während der Bischofswahl in einem Gänsestall. Die Menschen suchten ihn überall. Schließlich verriet das laute Geschnatter der Gänse sein Versteck. Sie schafften es doch, ihn zu überreden, ihr Bischof zu werden. Und schließlich war Martin doch noch damit einverstanden und wurde zum Bischof geweiht. Bischof Martin wurde sehr alt. Bis heute haben die Menschen nicht aufgehört, den heiligen Martin zu verehren. Jedes Jahr am 11. November denken wir an ihn, wenn wir mit unseren Laternen laufen und St. Martins Lieder singen.